Saloon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wien 22, Wagramer Straße 79. See you soon! Im Saloon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next boom. Your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. I've been known to have a drink or two, get rowdy and sing a country tune. My friends stay up all night long and we party till the crack of dawn. I've been known to have a drink or two, getting rowdy and sing a country tune. My friends stay up all night long at the party till the crack of dawn. I like women and I like to drink, play guitar and I love to sing. Sit back, relax and let the music swing. It's about time we let the fun begin. The party got started and was going home. The girls are here and they're putting on a show. Everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Yeehaw! Band are playing to a haggard song. Everybody in here singing along. All the girls are dancing to the beat. Two-step turn around and stomping their feet. Guys talk about rodeos and pickup trucks, looking at women and their butts. We tell fishing stories that no one believes. We barbecue and we drink a whole lot of beer. The party got started and there's no one going home. The girls are here and they're putting on a show. Everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Woo-hoo! On a show, everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Yee-hoo! Wunderschönen guten Abend, es ist Mittwoch, Country Radio Revolution, wie jeden Mittwoch live.
Nur heute stimmt es nicht ganz, liebe Freunde, heute sind wir nur halb live. Das heißt, ihr wisst ja, wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt mit unserem Radio und darum haben wir eine Sendung vor einigen Tagen aufgezeichnet und die spielen wir heute und wir haben einen ganz, ganz einen lieben Gast heute da. Ich glaube, viele von euch werden sie erkennen und zwar Doris Riegler ist da. Recht herzlich willkommen, liebe Doris, freue mich, dass du da bist. Ja, hallo, lieber Kurt, danke für die Einladung und ja, auch an alle Zuhörer einen schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, ganz, ganz gerne und du bist ja nicht alleine da, das heißt, du hast ja einen Teil deiner Band, glaube ich, mit, einen genau, Teil, kann man sagen. Genau. Und zwar die Kira. Genau. Ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr wisst ja, meine lieben Freunde, vor ein paar Wochen hatten wir die Chiara da und heute sitzt bei uns im Studio die Kira. Ja. Ich bin sehr schwer. Kira ist da. Bassistin, da werden wir dann noch ein bisschen mehr natürlich auch noch hören und erfahren. Genau. Und der Antonis ist da. Genau. Die Prüfung ist bestanden. Genau. Freut mich sehr. Recht herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr da seid. Wir haben ja heute leider nicht die Möglichkeit, dass ihr Fragen schickt live, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dass ihr heute an und Fragen schickt. Wir werden die dann der Doris schicken, weil das ist ganz, ganz fix. Die Doris sitzt ja jetzt da auch zu Hause am PC. Das heißt, wenn ihr was wissen wollt, dann schickt mir die Fragen per Privatnachricht. Ich werde es dann der Doris schicken, die wird es beantworten, ich werde es dann vorlesen oder irgendwie, so machen wir das. Auf jeden Fall geile Sache, so wie beim Ronny Nash, da haben wir es ja genauso gemacht, eine Aufzeichnung. Heute gibt's, falls der Uwe Schreiber da ist, Vince Everett, den wird es am meisten interessieren, wieder viel, viel gute Live-Musik. Und die Doris Riegler könnt ihr bald auch live wo sehen, aber das kommen wir dann noch alles später. Ansonsten wünsche ich euch für die nächsten 2 Stunden viel Spaß und gute Unterhaltung mit Doris Riegler und Band. Surely ask my broken back. There is a couple of little renegades that make me waste time. Hold me tight or lay me down on the notes of a faithful sound.
nicht kennen, so wie ich, muss ja gestehen, du weißt, und sie hat er mir ja empfohlen. Und ich habe die noch nie live gehört, ich habe eigentlich von dir überhaupt keine Ahnung, da muss ich gestehen. Stell dir mal mich, also na, stell dich einmal mir ein bisschen vor und natürlich auch unseren Hörern. Ja. Wie lange machst du schon Musik? Ein bisschen genau. Also ja, ich bin die Doris Riegel, ich bin aus der Steiermark ursprünglich nach Wien gekommen, vor ja, fast 20 Jahren jetzt, und ja, wollte an und für sich hierher kommen und eben mir auch die Musikszene ein bisschen anschauen und natürlich auch zum Arbeiten, wie jeder normale Mensch halt, ja, der da herkommt nach Wien, ja, vom Land sozusagen zur Stadt, ja. Und ja, also neben Arbeiten hat mich immer die Musik begleitet. Also das Singen war immer schon Teil meines Lebens. Also ab dem vierten Lebensjahr habe ich schon jeden genervt mit meinem Gesang. Nein, ich habe gern gesungen, halt einfach in allen möglichen Formationen, Bands und ja, also einfach irrsinnig viel verschiedene Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Musikstilen und bin dann irgendwann einmal halt beim Soul gelandet. Und aber ja, der Soul hat es mir schon angetan und habe mir gedacht, ja, wir werden jetzt einmal versuchen, mit meiner Band so diese alten Soul-Klassiker wieder aufleben zu lassen, Motown, und ja, also man hört das sehr selten eigentlich, ja, da in Wien, ja, es gibt mehr, ja, eben Wiener Bands, also mit Popmusik, Austropop und so weiter, aber so richtig diesen Soul, diesen guten alten Motown-Soul, ja, das ist ja tolle Musik, ja, und zeitlose Musik, ja, hört man eher selten. Und da haben wir gedacht, ja, da machen wir mal so ein Projekt, ja, starten wir das einmal, fangen wir mal an. Und ich denke mal, wir sind in der Wiener Szene mittlerweile so schon ein bisschen bekannt, ja. Und ja, und ich denke mal, das ist eine gute Musik, ja. Die sollte einfach gespielt werden. Wieder. Genau, und ja, wir werden heute in diese Richtung sehr, sehr viel natürlich hören und auch live. Und wir beginnen ja auch gleich jetzt einmal mit einem Live-Stück. Was hören wir jetzt als erstes? Und zwar Valerie von der Amy Winehouse, weil ich denke mal, diese Sängerinnen wie Adele und Amy Winehouse und ja, Duffy, wie sie alle heißen, haben eben diese Musik in Anlehnung zu diesen Soul-Klassikern der 60er Jahre einfach gemacht. Und da hat man einfach gemerkt, ja, jetzt in unserer Zeit, wie toll diese Musik an und für sich war, ja. Und die Sängerinnen auch, ja, damals. Und die haben ja auch diese Sängerinnen wieder als Vorbild genommen, ne? Aretha Franklin zum Beispiel oder Diana Ross, ja. Also eine Beyoncé zum Beispiel, ja. Also da sieht man auch viel Einfluss von Diana Ross zum Beispiel, ja. Also es ist einfach, diese Sängerinnen nehmen sich einfach diese großen alten Soul-Dieben einfach zum Vorbild, ja. Und es ist einfach eine tolle Musik. Gut, gehört, gespürt. Richtig. Also. Und dann beginnen wir gleich mal mit live. Ja. Und euch wünsche ich viel Spaß und guten Alltag. Alright, come on! Sometimes I go out by myself and I look across the water. Come on over.
Ja, also ich muss sagen, jetzt bin ich ein bisschen geflasht, also eine Wahnsinnsstimmung hier. Wunderbarer Gitarrist, hey. Bassistin, also genial, ja. Ein wunderschönes Konzert. Ja, ich bin aber jetzt zu vermessen zu sagen, du hast natürlich eine Gesangsausbildung, nehme ich einmal stark an. Also ich habe an und für sich das meiste mir Autodidakt beigebracht. Mhm. Also wirklich durch Hören, viele verschiedene Sängerinnen anhören, studieren, schauen, was machen die. Und man hat ja auch selber als Sängerin so wirklich die großen Vorbilder. Also ich mag ja auch ganz gern eine Anastacia und eine Tina Turner und Whitney Houston. Ne? Und wenn man so denkt, an und für sich hat ja Whitney Houston mit einem Country-Song einen ihrer größten Welthits. Mhm, ja. Ja, gemacht, ne? Dolly Parton's I Will Always Love You, ne? Also Soul Lady meets Country Lady eigentlich. Also es gibt schon eine Connection zum Soul. Ja, ne? Wir haben einen Missing Link jetzt gefunden. Wenn wir das erste Mal telefoniert haben, haben wir schon kurz drüber gesprochen, ob wir irgendwie auf die Country-Schiene da kommen. Ja, aber wir haben ja Country-Rentour und das ist ja alles. Ich habe auch einen Country-Song mit. Mit auch. Sehr ja, einen Klassiker dann, auch, natürlich. Genau. Gut, ja. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe mir da was notiert, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Frankie Fortin. Oh, danke, das sind ja so süß. Ganz liebe Grüße auch, lieber Frankie, falls du zuhörst. Wird sicher zuhören. Ja. Wer noch zuhört, ganz sicher heute Marina J. Ja, ist auch so eine Liebe. Schön. Auch grüßen. Liebe Grüße, die Marina ist auch eine Süße. Ich habe sie ja getroffen jetzt im Herbst, beim Hit-Nachmittag bei der Krebsforschung. Da haben wir uns ja für eine Charity sozusagen, ja, waren wir dabei, beide, und ganz tolle Frau. Ganz ja, aber ganz eine tolle. Genau, bei der Marina J. sage ich immer klein, aber hoch. Ja, kleines Mädchen, große Stimme. Tolle Frau, ja. Wir kennen uns recht gut, also wird man das verzeihen. Ja. Gut, die nächste Nummer, die du uns mitgebracht hast, ist jetzt, glaube ich, Jazz, hast du vorher gesagt. Was Jazzig ist, ja. Genau, gibt's ein bisschen was zum Erzählen darüber. Ja, die Nummer heißt Spring Can Really Hang You Up The Most. Die sind für sich jetzt eher sehr, ja, eine depressive Nummer eigentlich vom Text, der sehr traurig, haben aber die Großen der Großen schon gesungen, eine Ella Fitzgerald oder eine Barbara Streisand oder eine Bette Midler. Und ja, es ist einfach ein Klassiker aus dem Jahr 1955. Ja, also einfach reinhören. Es ist einmal etwas anderes. Ja, also wir machen heute ein buntes Programm. I walk in the park
horses is heard it before, and I know the score, and I decided that spring is a bore. Love seems sure around the hurry. Now it's April, love is just a ghost. Spring arrived on time, only what became of you, dear. Das ist aber nicht Doris Riegler mit Band, sondern die ganze Band hat natürlich einen Namen auch. Wie heißt die? Six of Soul. Six of Soul mit Doris Riegler. Das heißt, ihr seid, glaube ich, immer zu viert. Erzähl ein bisschen über die Band. Tu mal ein bisschen vorstellen, wie lange gibt es euch schon und wie viel seid ihr, wer spielt da mit? Also uns gibt es seit Ende 2014. Und in einer, ja, wir sind an und für sich 6 Leute in der großen Formation, aber meistens ist es einfach einfacher, mit der kleinen Formation zu spielen. Und ja, die wichtigsten Leute sind einmal der Florian Duchacek, der heute leider nicht da ist, sondern Drums, ja. Ich habe extra, wie du siehst, am Tisch gewonnen. Florian, ja, ist leider heute im Einsatz mit dem Robert Schumi. Und Robert Schumi. Mit Robert Schumi, der ist uns fremd gegangen heute, mit Robert. War. Ja, der Schlingel. Also, der predigt heute. Ganz liebe Grüße an Robert, uns da wieder mal siehst. Ja, machen wir gerne. Und ja, also am Bass haben wir die wunderbare Kira Moser. Das ist einfach eine großartige Bassistin, ein Riesentalent jetzt in der Szene, ein Geheimtipp, ja, wird schon als heißer Geheimtipp gehandelt. Also von der Kira haben schon sicher viele gehört. Und ich habe ja den wunderbaren Gitarristen, den Antonis Vonelakos. Also das ist mein Lieblingsgitarrist, mein persönlicher,
Ja, und ja, es ist halt so. Muss einmal gesagt werden. Also. Jetzt muss gesagt werden. Jetzt muss einmal endlich gesagt werden. Und ja, und das ist einfach die wichtigsten, das sind die wichtigsten Leute, sagen wir mal so hier. Ja, das ist der Kern der Band, ja. Ja, das mit den Gitarristen, da muss ich gleich sagen, also ich habe da hinten zwar Gitarren stehen als Attrappen. Ja. Und bei der Probe vorher, wie wir da ein bisschen geübt haben und also geschaut haben in der Qualität. Also meine Gitarren schmeiße ich jetzt weg. Jetzt, nachdem du den Antonis gehört hast. Die Gitarre darf man nie wegschmeißen. Ich nehme an, der Antonis ist ja auf die Welt gekommen. Mit der Gitarre, natürlich. Muss meine Mama fragen. Mit der Gitarre sofort auf die Welt gekommen und. Ich weiß nicht, muss meine Mama fragen. Ja. Du spielst wahrscheinlich schon seit deiner Kindheit nicht mehr an. Ja, also. Ja. Ich habe klassische eigentlich Gitarre studiert. Mhm. In Wien. In Wien? Ja, genau. Aber mich hat alles interessiert und deswegen, sagen wir mal so, ich habe mich auch weiterentwickeln wollen. Ja? Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Genau, und jetzt hier. Bei dir. Genau, wollte ich gerade sagen, bei Country Radio Revolution. Yes. Jeden Mittwoch live. Wie gesagt, heute haben wir ein bisschen geschwindelt, heute nur halb live. Aber trotzdem sitzen wir alle beim PC. Das heißt, wenn ihr was wissen wollt, Fragen habt, Wünsche, Beschwerden, dann schreibt es mir per Privatnachricht und wir werden das dann gerne alles erledigen und weiterleiten. So, wir hören jetzt wieder was live. Was hören wir als nächstes Stück? Ja, und zwar, wir lieben ja den Michael Jackson Songs von Michi, von Michi Jackson. Und der Song heißt, ist eigentlich von den Jackson 5, Blame It on the Boogie, aus meinem Geburtsjahr 1978. Jetzt könnt ihr rechnen, wie alt ich bin. Schnitt. Ja, aber es ist unser Lieblingssong an und für sich von der ganzen Band, ja, würde ich mal sagen. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moon.
Wahnsinn! Also, wir haben da heute die ursuper Stimmung, liebe Freunde. Ihr müsst dazu raus. Ich kann euch ja sagen, wir werden ja die Videos, was hier jetzt da, also, jetzt müssen wir aufpassen. Das, was wir jetzt ja ihr hört, habt ihr eigentlich ja schon vor ein paar Wochen gesehen. Moment, ich bin nicht geschminkt. Das geht aber gar nicht online. Also, was du mit der Gitarre aufführst, Wahnsinn. Du als Sängerin, also überwältigend. Danke. Und ich weiß jetzt nicht, kann man eigentlich die Kira hören? Ich weiß nicht, ob man dich jetzt hören kann. Ich bin jetzt, der Benji war noch zu hoch, der wird jetzt ein bisschen sich wundern. Du hast einen Bass, ich bin mir gehabt mit 4 Seiten. Du hast da 6 Seiten. Ist das normal oder ist das eine umbaute Gitarre? Ja, mich fragen auch oft Leute im Zug, wenn ich so übe, ob das eine Gitarre ist oder nicht. Aber es ist ein Bass mit 6 Seiten. Ich meine, was halt oft. Was man schon oft sieht, ist ein Bass mit 5 Seiten, also mit einer tiefen Seite dazu, aber der hat halt eine hechere Seite auch dazu oben und das macht halt einen 6-Seiter draus und das ist halt für das ganze Solieren halt ziemlich cool, also der hechste Ton klingt halt so und der ist halt ziemlich hoch oben und das ist, ja, also... Ich habe einen Hören. Ja, mein Gitarre, das war ein Improvisationslehrer von mir, hat er gesagt, weil ich meinen Bass zuerst einmal ausgepackt und er so, Was hast du denn eine Gitarre gekauft? Ja, aber für manche Sachen ist es echt ziemlich cool und ich habe halt echt lange überlegt, soll ich mir einen 5- oder 6-Seiter kaufen und habe gedacht, ja, wenn ich mir schon einen neuen Bass kaufe, dann kaufen wir gleich einen 6-Seiter. Ja, ja. Und so ist es halt erstaunlich. Ja, ein wunderschönes Gerät. Und wenn wir schon jetzt Mikrofon jetzt bei der Kira haben, wie lange spielst du schon mit dem Bass? Weil du musst das auch schon von Kindheit an eigentlich machen. Nein, Bass spiele ich eigentlich erst seit 6 Jahren. Also ich habe mit 2,5, 3 Jahren zum Geigenspielen angefangen eigentlich. Ursprünglich komme ich aus der Klassik im Endeffekt. Und dann bin ich halt so ein bisschen zum Pop gekommen, indem mich halt einer gefragt hat, ob ich da ein bisschen Geigen spielen will bei so einem Konzert halt. Und da habe ich halt ein bisschen drüber improvisiert. Und dann wollte ich halt mit meiner Brüder eine Band gründen, das war so mit 13 oder so. Dazwischen habe ich schon andere Instrumente auch gelernt, so Klavier und Flöten und so Zeug. Aber jetzt nicht so richtig ernst. Und durch die Band mit meinen Geschwistern bin ich halt dann zum Bass gekommen. Und ich habe damals auch noch nicht genau gewusst, dass ich das so viel machen werde. Also jetzt studiere ich halt mittlerweile. Und ich bin halt nach der Band bin ich halt in eine Schule gegangen mit Popularmusik-Schwerpunkt, das Borg in Linz. Und ja, durch die Schule bin ich dann eigentlich drauf gekommen, ich will das alles studieren, weil dann habe ich halt mit Bands zum Spielen angefangen und alles. Und genau. Also mit einem Wort ein Vollblutmusiker, wie man das so sagt. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, wie bist du zu der Doris gekommen? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich weiß nicht, wie bist du zum Beispiel dazu gekommen, bevor wir das Mikro wieder zu der Doris rüber tun? Wo habt ihr euch da kennengelernt oder wie ist das eigentlich passiert? Oder was mich auch interessieren würde, gleich die zweite Frage hinten nach. War das so, was ihr da macht, immer schon so der Richtung? Oder weißt du, kommen ja früh, wo man dann hört, die haben einmal Hardrock gespielt und sich dann entschieden für was anderes. Wie war das bei dir? Also mal zur ersten Frage. Zu Doris bin ich gekommen über den Schlagzeuger, über den Florian Tuchacek. Der hat mich bei einer Session gehört und hat mich dann eben angeschrieben. Und sie haben mich eigentlich, glaube ich, ursprünglich sogar nur als Substituten gebracht. Und jetzt mittlerweile bin ich halt fix dabei und das freut mich extrem, dass ich da dabei sein kann, weil es so viel Spaß macht, die Musik auch zum Spielen. Und ja, also das Soulige, man kann schon sagen, dass das immer schon was für mich war, quasi seit ich E-Bass spiele. Also vorher habe ich eigentlich nicht so wirklich viel Ahnung gehabt. Ich meine, ich habe halt Geigen gespielt und Klavier und alles und das hat halt ein bisschen so auch zu meiner Bildung dazugehört. Auch von meinen Eltern, also für die war das klar, dass ihre Kinder alle Musikinstrumente spielen, was ich extrem respektiere, dass die uns da so gefördert haben. Aber ich habe jetzt nie so viel Musik gehört oder ja, und meistens halt auch nur das ganze Zeug, was halt die ganzen Kinder in der Schule hören, weil es halt in ist und weil es halt cool sein willst und so. Aber wie ich dann zum Beispiel angefangen habe, dann bin ich schon hauptsächlich bei dem ganzen souligen und funkigen Zeug geblieben und dadurch taugt mir das halt extrem auch zum Spielen und so. Ja, also jetzt haben wir das ausführlich gehört und du hast recht gehabt, liebe Doris. Also ich nehme auch an, dass man von der Kira noch sehr viel hören wird. Die Kira, jetzt habe ich das Mikro wieder zu Doris, aber die Kira wird ja sicher ein Vorbild haben, und zwar im Benji wahrscheinlich, als Bassistin. Absolut, das ist, glaube ich, weiß nicht.
Na, der Benji muss sich unbedingt einmal die Kira anhören kommen. Also das ist. Oh, das müssen wir jetzt schneiden. Oh, Moment. Das müssen wir jetzt schneiden. Benji, hör mal, das ist von der Band Lily und von Wicked Wildcats. Und gut, das machen wir einen Schnitt. Gut. Ja. Ja, du, das ja, kann passieren. Genau. Naja, das macht nichts, ne? Ich weil die Kira hat ja in der Country-Szene an und für sich nicht noch so viel mit der Country-Szene Berührung gehabt, das muss man sagen, ne? Gell? Sind sie eigentlich im Stil von den City Slickers? Ja, ja, waren auch schon bei uns live on stage. Ich habe mal eigentlich mit denen ein bisschen angefangen zu spielen, aber ich habe da auch ein bisschen singen müssen und dann habe ich das ein bisschen lassen. Aus den Entwurren. Liebe Kira, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Alle Menschen, die bei uns irgendwas so sagen in der Richtung, werden auf diese Aussage angenagelt. Die Kira ist ein Landmadel, die sagt, was sie sich denkt. Das ist einfach so, ja. Was? Also sollten wir. Ich habe total super Zeit und so, aber ich bin halt nicht so die Sängerin. Und ja, ich auch nicht. Und genau aus dem Grund muss ich ja immer singen und das ist natürlich eine ganz eine peinliche Geschichte. Ich habe ja mittlerweile ein zweites Lied, falls mich interessiert. Ich kann nicht nur Thank God for the Radio von Alan Jackson, sondern mittlerweile im Duett mit Marina Jay. Wow. Was haben wir gesungen? Summer Wine. Gut. So, wow, wir sind wieder da bei der Doris Riegler, heute sehr soulig unterwegs und wir sagen, wir haben da Potzen, tolle Stimmung. Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Das würde mich auch noch interessieren. Ja, also es war mal so, ich habe bei einer Hobbyband gespielt und stand auf einmal mit dieser Hobbyband in einem Tonstudio. Und der Tonstudio-Chef dort, der hat gemeint, Doris, magst du bei einer Session einsteigen im Headquarter, heißt Jazz Brunch, die Band. Und ich habe gesagt, ja, muss zwei Liedl lernen. Und ich so, ja gut, ich lerne zwei Liedl. Use Me von Bill Withers und Higher Ground von Stevie Wonder. War die das Band heißt Jazz Brunch. Ja, genau. Die gibt's noch. Da kam es dahin. Die Band, die gibt's noch, ja. Dieses Projekt, diese Band. Und ja, es war halt so. Und ich habe mir gedacht, ja, wow, das sind sicher die Hammermusiker. Da muss ich mich anstrengen. Ne? Da habe ich mich ein Wochenende lang mit diesen zwei Songs mitgesungen. Ja, und wir haben dann zweiter so Duo-Geschichten gemacht mit Akustikgitarre, immer so kleine Projekte. Und halt mit der Band, der hat mir irrsinnig viel geholfen. Ja, also beim Aufbauen auch, also vor allem musikalisch, muss ich sagen. Und ja, und das hat sich einfach so entwickelt, dass wir einfach gut miteinander musikalisch können. Also das ist einfach, das läuft rund, gemerkt, das ist, ja. Läuft rund, ja. Gut, aber bevor wir noch wieder was live jetzt dann hören, ganz liebe Grüße, wir haben ja vorher mit Antonis gesprochen. Du kennst die Susan Black? Ich kenne die Susan Black. Die Susan Black, liebe Grüße natürlich liebe auch an Grüße, Susan Black. Die war sie. Genau, die war Susi, genau. Da Tom Kott hat immer Sushi zu ihr gefragt. Sushi Black. Das würde mir gut. Wenn man das anlegt, lieber Susan Black. Also die wird jetzt sicher schauen, weil die weiß natürlich nicht, dass du. Oh ja, zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt da rennt, war es schon. Okay. Gut. Okay. So, was hören wir als nächstes Nummer von euch live? Was machen wir spontan, Antonis? Rolling in the Deep. Machen wir Rolling in the Deep. Adele. Ja. Gut, wir bauen wieder kurz um. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and set me up, I'll lay your ship there. To the fear, we couldn't live it all.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, gewaltige Stimme. Unsere Hausparteien werden ja heute auch Freude haben, natürlich. Aber ganz, ganz toll, die haben sich heute ein Gratis-Konzert. Die klopfen schon mit dem Besen im Mund auf. Nein, die sind es gewohnt. Die wissen so. Mit, wie es bei uns immer ein bisschen lauter und ein sehr bisschen geil. Heftiger. Alles kein einmal Problem. In der Woche. Jawohl. Genau. Ganz toll ist ja wieder, glaube ich, der Robert Schumi sogar da war oder ich weiß es nicht, irgendwer, die haben dann am Balkon geübt. Das war natürlich ganz toll, weil die haben natürlich das dann ganz hautnah gehabt. Ja, ein Robert Schumi am Balkon, also bitte, ja, wer kriegt denn das schon? Das ist richtig, ja, genau. Ja, so, ja. Muss man also, das sehen. So muss man das sehen, ja, und so sehen wir das auch. Tag. Ja. Genau. Und also, war ganz eine tolle Sache. Was mich noch interessieren würde, natürlich vor allem, wir haben ja auch wieder viele, viele Veranstalter, die uns zuhören. Wie kann man Doris Rieger, beziehungsweise wie kann man die Band buchen? Gibt es eine Homepage auf Facebook? Wie erreicht wir man sind auf, wie erreicht man das? Also auf Facebook mit Six of Soul, also Homepage, haben wir in dem Sinn noch keine, weil wir das halt immer so einmal im Monat im Schnitt spielen wir halt in Wiener Lokalen, ja. Mhm. Und wir schauen halt, dass wir einmal im Monat so den Soul in die Wiener Szene bringen ein bisschen, ja. Und auffrischen, gell. Und ja, gerne kontaktieren auf Six of Soul in mhm. Facebook, ja. Mhm. Gut, ich weiß jetzt nicht, ja. Wir haben halt ein bisschen heute, wenn wir ja heute ein bisschen aufzeichnen, dann, ja. Ich weiß es gar nicht, wie spät es ist. Normal haben wir ja immer wieder um 21 Uhr sind ja so immer die Termine. Unsere Zuhörer sind es gewohnt, dass jetzt ja. Die Termine fürs ja. Kommende Sommer. Wochenende gibt. Nur leider mhm. wussten wir nicht genau, ja. Wann diese Sendung dann wirklich ja. sein wird. Aber einen Termin müssen wir natürlich schon hervorheben, und zwar der ist am 1. April, also kommenden, das ist der 1. April, das ist das Freitag oder Samstag. Country Club, ne? Ja, genau. Die Soul und Blues Nights. Soul und Blues Night beim VCWC im Clublokal in der Neilreichgasse, genau. Ist es. Wir sind schon um 19 Uhr dort, also mhm. wir fangen recht zeitig an, mhm. gell? Ja. Also rechtzeitig kommen. Genau, dass es noch Plätze gibt. Ja, genau, und ja, da werden wir halt den Soul und den Blues auspacken, oder? Und ja, genau. Und mal Stimmung da machen. Weil also der Norbert Gierser, die Art eben. Ja, richtig, weil der Norbert Gierser weiß ja, dass wir eigentlich ja. hier Sendung haben, der wird sicher auch zuhören. Ja. Und ich freue mich natürlich dann auch schon drauf, dich dort dann live zu hören und zu sehen. Wir werden euch wieder Fotos machen, jede Menge. Wir werden ein Interview bringen, wir werden mitschneiden. Ganz klar. Nicht vergessen, 1. April, und zwar VCWC Clublokal Neilreichgasse. Und der Florian Duchacek ist da auch dabei. Der ist da auch dabei, sehr gut. Ja. So, was wir auch noch vorher so besprochen haben, ich frage dann auch immer, spielt ihr nur in der Zusammensetzung ja. oder gibt es mhm. da andere Projekte auch noch, oder wie, also, wie schaut das aus? Mit Antonis habe ich jetzt ein, ja, ein Duo-CD-Projekt einmal, mhm. das sind wir gerade am Erarbeiten. Also mit Stimme und Akustikgitarre, das ist auch immer ganz nett. Also da kann man ja auch sehr flexibel. Nein, es ist mir sehr. Das ist Himalaya, das ist das. Nett, es ist wunderbar, es ist großartig, Antonis, es ist ein Wahnsinn. Danke. Es ist das Größte. Ein Hammer, weil wir gewisse Songs auf eher unkonventionellere Art und Weise mhm, interpretieren mhm. und werden können. Und auch eigene Songs natürlich, jetzt ist es wirklich auch an der Zeit für mich, ja, endlich als Sängerin, um an eigenen Songs zu arbeiten, nicht ständig zu covern, gell. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das war nämlich die nächste ja, Frage. Genau. Gibt es mhm. eigene Songs? Oder? Haben wir auch mhm. einen mitgenommen, ja, wir haben auch einen, also eigentlich eine Komposition von Antonis, wo ich einen Text dazu geschrieben habe. Und es wird mehr geben, aber das ist alles noch in Arbeit und wir lassen uns da einfach Zeit, haben wir gesagt. Also, so gute Musik, gute Qualität muss einfach Zeit haben. Ja, ja, das stimmt. Ja, es das ist heißt, so. Die nächste Nummer, die wir jetzt da dann eingelegt haben, die du uns mitgebracht hast, ist aber nichts Eigenes. Nein, jetzt, nein. Was gibt es da ein bisschen zum Erzählen? Ja, es ist einmal was, ein romantischer Song, den viele lieben und viele kennen. 1000 Years von Christina Perry. Ja, und es ist eigentlich eben in dieser unkonventionellen Art und Weise von Antonis gespielt. Einfach einmal anders interpretiert, gell? Oh ja, sie ist schon ein bisschen anders, oder? Nein, hast du sie, nein, schon, ein bisschen hast du schon anders gespielt. Das heißt, ihr versteht. Ja, es gibt Dinge, die erkennt man nicht sofort, wenn man sie sieht. Aber später dann schon. Das heißt, der Dieter Bohlen hätte eigentlich eine Freude, ne? Ihr darfst eigentlich so eure eigene Note reinbringen. Gute Idee, da fahren wir hin. Mit viel Gefühl, mit viel Gefühl. Also da ist ganz viel Gefühl drin. Also der Onkel Dieter hält mit uns eine Freude. Also da ist viel Gefühl drin. Ja, gut. Der fällt vom Hocker wahrscheinlich. Wie heißt die Nummer? 1000 Years. Gut, viel Spaß.
Schöne Nummer. Und was mich auch noch interessieren würde, wir haben das früher so alles nur gestreift. Ja. Das heißt, was ich vorher verstanden habe, CD gibt es noch keine, aber ist im Entstehen. Ist im Entstehen. Ja. Das heißt, alles schon in deinem, eurem Kopf, ja, das Konzept, ja, und alles. Ja, ja. Mehr verrät ja man auch nicht. Ja, es wird ein ziemlich breites Spektrum an Musikrichtungen geben da drinnen und also so quasi so alles, was wir so ziemlich drauf haben, ja, wenn wir da reinpacken in dieses Paket. Und ja, ich glaube, es wird ganz interessant werden, aber wir lassen uns da wirklich Zeit. Also gut Ding braucht Weile. Genau, und wenn diese CD dann einmal fertig ist und so richtig noch warm und brandneu, genau, ist, dann... dann kommen wir wieder. Genau, am besten zu uns kommen, genau. Country Revolution, wir werden das euch dann gerne präsentieren, vorstellen. Wir haben ohnehin demnächst, am 25. März, eine CD-Präsentation. Das heißt, die Sendung, die CD-Präsentation war jetzt schon. Die war schon vor 3 Tagen, aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Nur mal, wir haben nur kurz einmal angesprochen, erreichen kann man dich, buchen kann man euch über Facebook, genau, oder Clubhouse. Genau, da kann man uns auch liken, da kann man auch liken, mal schöne Bilder anschauen, Bilder, wo wir gerade sind. Und Homepage ist in Arbeit. Ja. Gut, was mich auch noch interessieren würde,
die so Highlights, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das war irgendwelche Künstler, erzähl da ein bisschen. Also, es war für mich einmal ein Riesenhighlight, mit dem Motorbinnen, mit dem Peter Rapp auf der Bühne zu stehen und zu sehen, wie er arbeitet und einfach, was für ein Mensch er ist. Und er ist einfach lustig und es macht einfach mit ihm Spaß. Bin ja für die Motorbinnen, für die Guckenbichler-Gitti ein paar Mal eingesprungen. Ja, die brauchte ich ja wen, weil die ist ja weltweit unterwegs mit Hansi Hinterseer und Wolfgang Ambros singt sie ab und an. Und da ab und an springe ich da ein. So richtig mit Petticoat und so? Ja, total schön. Ja, diese 50er, 60er Jahre Schlager. Ich liebe sie ja. Ja, Katharina Valente und wie sie alle da heißen. Also das sind tolle Schlager. Ja, also die einfach können auch wiederbelebt und zelebriert. Einfach so eine gute alte Musik. Also, ja. Und da kennst du natürlich auch in Harry Kutscher, Peter Rapp natürlich. Ja. Und den Benji natürlich. Benji Hüsel, und den Florian Tuchacek, die kenne ich eigentlich aus dieser Formation, ja. Also, ja, und die ein paar habe ich mir halt so geschnappt, ne? So zum Musizieren. Was mich noch fasziniert, und das sieht man, wenn man die Videos anschaut von heute, von der Sendung, die wir dann posten werden, also gepostet haben, ist ja dann interessant, also immer sagen, diese Musik, dieses, was du da machst, du lebst das ja alles. Ja. Das ist ja von, das geht ja in jede Phase. Das geht in meinen Körper rein und bei der Stimme kommt es dann wieder raus oder so irgendwie. Also ich lebe das einfach. Also Musik ist einfach wunderbar und das geht einfach schon in Herz und Blut über und ja. Ja, das hört man nicht nur, sondern das sieht man natürlich auch. Und wir haben jetzt wieder was live. I never promised you a rose garden along with the sunshine. It's gotta be a little rain sometimes. When you take, you got a gift to live and I never let go. Oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I can promise you things like big diamond rings, but you won't find roses growing with stars and clover. So you better think it over. With a sweet talking, you could make it come true. I would give you the word right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while. Shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. It's gotta be a little rain sometime. I never promised you a rose garden. I'd sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, just assume that you go smile for a while. Long baby, I'm jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we're here. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. I beg your pardon. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen verwundert. Rose Garden für unsere Line-Dancer. Yeah. Ganz, ganz toll. Jetzt sind wir voll in der Country-Schiene gewesen. Ja, auch das mag ich ganz gern. Also, wie gesagt, man muss immer offen sein für Musik. Ja, das ist unser Problem. Wir mögen alles. Wir mögen alles. Ja, das ist ein ziemliches Problem, weil wir keine Zeit haben für alles und wir wollen alles. Wir brauchen fünf Leben für das, was wir eigentlich wollen. Das geht sich nicht aus. Ja, ich hoffe natürlich, ihr habt alle brav mitgetanzt. Line Dance sagt ja was wahrscheinlich, oder? Ja, ich bewundere das immer wieder.
Ich habe, glaube ich, zwei linke Füße oder so, ich weiß nicht. Nein, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also, wenn Sie mich einladet, dann... Liebe Doris. Zum Line-Tanzen, gerne. Da, von uns hier circa 1,5 Kilometer Richtung diesen hier da, ist der Gasthof, na, Liebhof, darf ich wieder sagen, Friedels Bierhaus. Ja. Dort ist jeden Dienstag ab 19 Uhr ein Leidenskurs für Anfänger. Ja, gut zu wissen. Genau, würde uns sehr freuen, euch aber begrüßen zu dürfen. Voll gern, wirklich voll. Also das ist wirklich Bewegung und Tanzen und so, das ist schon eine gute Sache. Und Line Dance ist wirklich, schaut auch cool aus, also man muss schon sagen. Also wenn man das beherrscht, auf jeder Party kann man mittanzen. Jeder kann tanzen dann. Ne? Man braucht keinen Zweifel dazu, das ist voll praktisch. Ne? Das stimmt, genau. Sonst muss man immer als Frau immer schauen, ob man irgendeinen Mann erwischt. Gell? Das braucht man beim Line Dance natürlich nicht. Das ist gut. Gut, somit haben wir einen Ausflug gemacht in die Country-Szene und Country-Musik auch. Wir werden jetzt da wieder ein Lied spielen, und zwar, was hast du uns mitgebracht? Du hast vorher irgendwas gesagt, wir haben das jetzt aber da noch in der Playlist. Ja. Es gibt ja ein Lied, was ihr geschrieben habt miteinander. Ja, oder ja. Was haben wir auch da? Wie heißt denn das überhaupt, dass wir es geschwind einmal rein tun da? Es heißt Remember Me, ist auch nun für sich eine Komposition vom Antonis. Antonis, willst du was dazu sagen? Also ich habe den Text dazu geschrieben. Ja. Es war eigentlich so ein bisschen so eine Assoziation mit einem Flirt und so ein bisschen, ja. Und oder es ist einfach, es ist einfach so entstanden. Ursprünglich war das ein Stück für Solo-Gitarre, ja. Aber die Melodie haben wir dann irgendwie, als ich die Doris kennengelernt habe, haben wir gedacht, das wäre irgendwie sehr schön, wenn sie das singen könnte. Nur das Problem für mich ist immer der Text. Wer schreibt einen Text, ja? Also ich bin da, also für Texte und so bin ich nicht vollkommen ungeeignet, ja. Und die Doris hat sich das angehört und sie hat sich gedacht, cool, mache ich. Und sie hat es tatsächlich gemacht, ich habe es nicht geglaubt, aber sie hat es gemacht. Und und es ist eben Remember Me, so heißt der Song jetzt. Ja? Da geht es um die vielen Leben, ne? Womit man trifft sie ja nicht nur einmal. Ja, genau. Um das geht's, ja. Und wenn man einfach so eine Connection hat oder jemanden sieht, den man schon mal, man denkt, ja, den irgendwie kenne ich den. Oder man hat gleich eine Connection zu jemandem, ne? Kennen wir alle irgendwie, ne? Und das war die Assoziation an und für sich, ja. Na gut, dann würde ich sagen, hol mal eine. Remember Me.
remember me long time ago. Maybe not in this life, but before. Now I see you once more. Shall we dance? Do you remember? Do you remember me? Do you remember? Don't you remember me? Long time ago. Maybe not in this life, but before. Now I see you once more. Shall we dance? Ja, und auf der CD, die da in Arbeit ist, werden wir ja mehrere eigene Nummern von euch hören, nicht? Genau, die sind im Entstehen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben ja so viele Eindrücke heute hier, super ja. Musik und alles. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen haben. Hast du persönlich irgendein Vorbild, wo du sagst, das gefällt mir, das ist so meine Richtung, was ich da auch erreichen möchte. Von den Sängerinnen meinst du? Wow, es gibt so viele tolle Sängerinnen, also das hört bei mir nie auf. Also das ist die schwierigste Frage, das ist ganz, das ist eine der schwierigsten Fragen, aber da gibt es, wie gesagt, so viele, ja, also, ja, meine Tina Turner oder, wie gesagt, Anastasia oder, bei mir war die erste Platte von der Whitney Houston, ja, also das Kind, das war Whitney, die Platten habe ich rauf und runter gesungen, ja, die Platte Whitney, die hieß ja so, ja, aus dem Jahr 85, ja, und die war einfach, ja, es gibt einfach großartige Sängerinnen, da kann man so viel mitnehmen oder schauen, was machen die, ja, und ja, man ist gerade so ein Input kriegt man dann heute. Ja. Und so Lust, einfach so viel zu machen, ja. Das glaube ich, ja. Schrecklich mit mir, was. Also eure Bandbreite ist ja sehr groß. Meine Bandbreite ist auch groß, weil ich muss ehrlich sagen, wie du es gesagt hast, Stichwort, deine erste Platte wird keinen Menschen interessieren, aber meine erste Schallplatte war sie auch noch. Das war vom Rex Gildo, Chitty Chitty Bang Bang. Schau. Chitty Chitty Bang Bang. Und die zweite war dann der Handy mit Mama. Na schau, also, ja. Das, die erste Platte ist das Wichtigste. Das ist manchmal, wie das erste Mal, also okay. Ja, ja. Das merkt man sich auch, gell? Ja, ich weiß schon. Also, ja. Aber Mama war genial gesungen, Entschuldigung. Ja, ja schon. Ja, es war toll, der Heinti war Wahnsinn, ja. Also Wahnsinn. Gut, du hast uns wieder ein Lied mitgebracht. Ja. Da glaube ich, gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, es ist eine Flamenco-Jazz-Nummer von Buica. Und diese ist eine mallorquinische Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin, die auch schon in Wien war. Die hat im Konzerthaus und in der Oper hat sie Konzerte und gegeben. Jazz singt sie auch. Und Soul und Funk singt und sie Flamenco nämlich. Und Flamenco. Wir haben ja einen Flamenco-Experten hier sitzen, den Antonis. Ja. Ja, also der hat das inhaliert. Und also das merkt man, ich muss sagen, ich bewundere, was du mit der Gitarre aufführst. Wahnsinn. Also. Ja. Sogar meine da hinten kommen jetzt da. Nein, eine Gitarre, das weiß man nie weg. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, und das war für mich schon eine Herausforderung, einfach einmal das auch auszuprobieren, so ein bisschen in dieses Genre reinzuschnuppern. Und ja, ich denke, es ist ganz, ganz gut gelungen. Gut, dann würde ich sagen. Ja. Hör mal rein. Ja.
sin cantarte coplas viejas, esas que hablan de amar el sufrimiento. Cuando tu voz niña te como besos y vola de más alto, donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, andando que seguro se va perdiendo. Aprendí a odiar el mundo, que creí que dejó de orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes todo, todo el amor que tú me diste. Wunderschöne Nummer. Ja. Ich weiß nicht, ist das so eine Art Flamenco eigentlich? Das ist ja so Flamenco-Stil, was du da mit der Gitarre spielst. Ja, genau. Also beeinflusst davon. Oder das ist ein wirkliches Flamenco-Stück eigentlich, würde ich sagen. Ja. Du bist ja... Ich bin aber Grieche, ja. Grieche, genau, das will ich jetzt sagen. Ja, ja, genau. Kurios, nicht wahr? Nein, ja. Ich spiele spanische Musik am liebsten eigentlich. Und deutsche Musik, ich habe keine Ahnung von deutscher Musik. Ja, ja. Ich kenne mich nicht aus. Nein, das stimmt nicht. Das glaube ich dir nämlich, ich würde gerade sagen, das glaube ich dir nämlich nicht. Aber wir haben ja vorher schon gesprochen von eurer oder deiner Bandbreite. Also wir haben jetzt da gehabt, wichtig einmal natürlich, Line Dance, Country. Wir haben Jazz, wir haben Soul. Yeah. Und die nächste Nummer, also rein, wenn jetzt einmal schauen, oder Danik, wie sie heißt, Titel Queen, Freddie Mercury, also das ist schon eine enorme Bandbreite, die ihr da habt. Ja, ihr macht halt was mit uns. Nein, gell? Das ist voll, also, voll das interessant. Ich habe dann, wie du das Lied geschickt hast, weil man denkt, was ist das jetzt? Weil ich war voll eigentlich schon auf Soul eben und dann schickst du Freddie Mercury quasi. Ja, ich liebe auch den Rock, ja, weil da kann man so reinfetzen, ja. Und da ist auch diese Energie auch nochmal so mal spürbar, ja. Also ich meine, ja, da sind wir, das an sich an diese Nummer natürlich heranzutrauen, ja, also war natürlich so ein bisschen ein Experiment. Ja, schon ein Risiko, ich meine, viele sagen halt, um Gottes Willen, das greift man ja nicht an, ja, und ich denke mir, der Freddy im Himmel wird sich freuen, wenn wir spielen, also ich glaube schon, ja, die kehrt einfach gespielt auch, ja, genau. Also, das heißt, es gibt ja Leute, ne, es gibt wirklich, also manche Leute, die sind nicht sehr happy, wenn man sowas angreift, also bei einer Helene Fischer wurde zum Beispiel kritisiert, dass sie ein Duett mit Elvis singt, ich meine, die Frau ist großartig, ist eine großartige Sängerin und dieses Duett ist wunderschön gemacht, ja, ich verstehe nicht, warum sie mit dem King kein Duett aufnehmen darf, also warum das kritisiert wird, ja, ich denke mal, die sind happy da oben im Himmel, dass wir das spielen und weiter spielen und singen und wer in welcher Formation oder in welcher Ort auch immer, ja. Also ich denke mal, wer fängt sonst was mit Elvis an, ja? Ja, ist richtig. Also, ne? Oder? Also, gut, jetzt da hast du das Publikum und mich natürlich sehr neugierig gemacht. Ja. Das heißt, wir werden sie jetzt einmal eure Kann Version. Man aber nur mit so einem Gitarristen spielen, gell? Muss ich sagen. Ja, das ist so ein Sänger, aber es gibt keine Ahnung. Nein, es gibt noch eine. Spaß. Es kann nur eine geben. Highlander Doris. Na gut, dann werden wir uns das einmal anhören, wie das in eurer Art. Wie das in echt klingt. Also, klingt. Genau. So. Schauen wir mal. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go.
trigger now is dead. Mama, life had just begun, but now I gotta throw it all away. Mama, ooh, take me to make you cry. Coming back again tomorrow. Carry on, carry on. Nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. I've got to go, gotta leave it all behind, gotta face the truth. Mama, ooh, I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts are lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy nobody loves. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from a small monstrosity. Schöne Nummer und ja, muss ich sagen, Freddie Mercury wird sich sicher freuen. Der freut sich sicher. Ja, Doris, was mich auch noch interessieren würde, so Highlight, gibt es irgendwas, was du sagst, ah, das war mal toll? Ja, was schon richtig so großen Konzertanten-Gig mal zu haben auf einer riesen Bühne und ja, mit vollem Haus, ja, also ja,
es ist schon, wäre schon einmal schön, wenn das irgendwann mal klappt und auch mit diesem Programm. Mhm. Also das wäre so ein großer Traum von mir wirklich, ja. Ja. Die Country-Bühne am Donauinselfest gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe es gehört Bayern, schon, ja. Aber so Donauinsel auf der großen Bühne, das war schon Wahnsinn. Wahnsinn, ja, ja, ja. Jeder nichts gegen ein Metropol oder... Spaß. Konzerthaus. Nein, Konzerthaus, kein Problem. Bratisch, genau. Nein, wir sind noch ganz bescheiden, gell? Nein, also, ja, das, man hat halt einfach dieses Bild, das, ja, es ist schön für einen Künstler. Oder, ja. Nachdem wir heute von unserem Publikum keine Fragen erhalten können, leider, und auch noch keiner was geschrieben hat damals, was mich auch noch so interessieren würde, Proben. Wie oft hat sie ja nicht Proben? Müsst ihr da irrsinnig viel Zeit auch investieren? Oder wie funktioniert das bei euch? Das sind so coole Leute, mit denen muss man jetzt nicht wahnsinnig viel proben. Wir haben ja alle ein Studium und so, wenn man die wissen, was sie tun, ja, die Herrschaften da. Und es ist sehr easy going, sehr easy going. Also man ist dann schon kurz vor einem Gig oder so, schaut man schon, dass man sie intensiv mal zusammentrifft und intensiv erprobt, aber jetzt man kann auch vieles auch zerproben. Also wenn man sie jetzt da zu viel Proben gibt es auch. Also ja. Das ist dann zu viel des Guten, ist dann auch nichts. Ne? Sicher auch so. Also es ist sehr effektiv und knackig und das haut dann schon hin. Ich meine, die sind ja fit. Ja? Also da, es ist einfach so, ja. Mhm. Also da muss man nicht jetzt wahnsinnig viel. Man muss schon Zeit investieren, natürlich muss jeder seine Sachen haben und vorbereitet kommen. Das ist ganz klar, das ist Voraussetzung, um wirklich dann so intensiv arbeiten zu können, ja. Aber es ist einfach toll mit ihnen, ja. Also es ist für eine Sängerin super natürlich, ja. Sehr easy going. Das mit dem Proben für den Antonis, gilt das auch? Tust du eigentlich nur Gitarre üben oder ist das schon so in Fleisch und Blut? Nein, überhaupt nicht. Ich muss üben natürlich. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann ist das Ding weg. Es ist gnadenlos. Ja. Jeden Tag, so viel wie möglich. Es geht nicht. Ja. Und wenn ich das nicht tue, habe ich ein schlechtes Gewissen, geht es mir schlecht. Mhm. Ja. Das kennst du, oder? Ja. Das ist furchtbar. Ja, das ist so. Es ist so. Das geht ein, also wenn man das sehr lange, sehr viele Jahre lang betreibt, dann ist es, gehört zu einem, zum Leben dazu. Und dann, wenn man es anfängt, dann geht es immer so weiter. Genau. Suchtfaktor hoch. Ja, genau. Und, oder Zwangsverhalten, man kann es auch sehen. So. Ja. Ja. Also, bei der Stimme ist es leider nicht immer so, weil die muss sich ab und an erholen. Auch regenerieren. Also ja. Sängerinnen brauchen viel Schlaf. Ja. Es ist so. Ja. Die sind so die Mimosen vor allem. Ja. Nein, aber man kann natürlich die Stimme trainieren, die gehört auch trainiert. Mhm. Ja, dann ist auch ganz klar. Ja. Aber man kann etwas auch überbeanspruchen und dann eine Stimme muss man dann auch wieder regenerieren lassen, sich regenerieren lassen. Ja, das haben wir ja leider erlebt vor drei Wochen mittlerweile mit Nick Paremba, der ist schon krank zu uns gekommen, hat dann eine Stunde gesungen und dann auf einmal war die Stimme putsch. Ja, gut aufpassen. Ja. Es ist, die Stimme ist einfach ein ganz heikles, sensibles Instrument. Also ist einfach so, ja. Und man muss auf sich gut schauen und gut aufpassen. Und auch eine gute Technik erwischen, entwickeln, finden, Stunden nehmen, dann auch, wenn man relativ viel singt, dann ist es einfach wichtig. Ja. Mhm. Und auch man kann es verkühlter singen, das geht, das ist überhaupt kein Problem, wenn man eine gute Technik hat. Mhm. Also man kann wirklich mit einem Schnupfen und einem Husten singen, das geht, mit einer guten Technik. Ja. Gut, ich habe versucht, einmal Technik aufzulernen. Wir haben vor vielen Jahren haben wir eine Gesangslehrerin bei uns gehabt. Schön. Das Ganze war aber eigentlich nur lustig, also diese Atemtechniken und alles, also... Ich glaube, du weißt, wie das funktioniert. Es gibt ganz lustige Sachen, also wenn man da Sängern dann zuschaut, wenn sie die Zunge raushängen lassen, so, Und ich meine, es ist sehr lustig, ja. Also so Gesangsstunden, da darf man keine Fotos und Videoaufnahmen machen. Ich glaube, das Kind eher peinlich. Das ist eher peinlich oder lustig. Das ist sehr lustig, man aus Erfahrung, ja. Gut, liebe Doris, wir haben natürlich noch relativ viel Zeit heute. Wir haben noch eine halbe Stunde, können wir noch plaudern und Musik hören. Du hast noch eine Nummer mit, die ist dann von Michael Jackson. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr live spielen heute noch natürlich. Ja. Gut, was hören wir als nächstes von euch? Ja, Don't Stop Till You Get Enough. Ja. Und das ist aus dem Album Off the Wall aus dem Jahr 78. 78, glaube ich. Ja, 78. Mhm. Nein, 79 war es, oder? 79. Ich weiß es 79, nicht. 9, ganz sicher 79, ja. Ist auf das Album von Michael Jackson rausgekommen, ja. Ja. Genau, das heißt... Ein grandioses, also wirklich, ich finde es eins seiner besten. Also von Freddie Mercury zu Michael Jackson. Ja, so gut Country. Was jetzt noch fehlt, ist Wiener Lied, Wiener Musik. Ah,
Das machen wir auch noch. Okay, was, aber, really? Habe ich aber mir fast gedacht. Beim nächsten Mal, du musst uns wieder einladen. Dann das wir, unbedingt. Das werden wir notieren. Genau. So. Das unbedingt. Voll. Good. Voll. Michael Jackson und hier bei uns gespielt von Doris Riga. So, liebe Freunde, ihr wisst um die Zeit ungefähr immer so eine Viertelstunde vor Schluss, da kommen wir immer in die Sachen, die man nicht so weiß über unsere Gäste und Künstler, Musiker. Und ich weiß, die Doris ist natürlich Vollblutmusikerin. Jo. Bleibt da irgendwie noch Zeit für irgendwelche Hobbys? Dass du noch vielleicht malen, Briefmarken sammeln oder irgend sowas? Nein, eher zum Ausgleich
mag ich gerne Sport machen. Also in welcher Form halt echt immer irgendeine Bewegung. Ja. Also ab jetzt am Dienstag Line Dance? Line Dance, genau. Mhm. Laufen, Zumba, irgendeine Form des Tanzes halt ist immer gut, glaube ich, als Bewegung, als Ausgleich. Also ja. Und irgendwie malen oder so künstlerisch nichts? Nein, eigentlich singen und Song schreiben und ja, so ein bisschen jetzt seit neuestem wieder mein Trompeten auspackt. Ah. Und da die Nachbarn nerven, ja. Gut. Aber sonst gibt es nur Musik. Ja. Also wenn wir wieder mal einen Termin dann haben und die CD ja. fertig ist, dann würde ja. ich dich bitten, die Trompete mitzunehmen. Wir werden ja. das geistig notieren ja. und auf Wiener nächstes Jahr ist super. Also bis dahin traue ich mich dann mit der Trompete auch schon was spielen. Perfekt. Ohne dass es peinlich wird. Ja. Alles kein Problem. Wie gesagt, nein, was bei es wird uns laut, die wird, Nachbarn werden sich wieder gefreien. Macht nichts. Was gesagt wird und was ist alles das wird festgehalten. Ja, ja, erinnere mich noch kurz, ein paar Monate vorher, dass ich übe. Ja. Antonis, yes, Sir. Hast du noch irgendwelche so Hobbys, irgendwas, was machst du die Welt nicht weiß? Natürlich nicht. Ja, es gibt nichts anderes. Nur Musik. Es geht nicht anders. Ja. Es geht sich nicht aus. Nein, ich habe ja schon ein Hobby. Ich baue meine Gitarren selber. Wirklich? Ja. Ja, aber natürlich, wenn ich Zeit habe. Ist die auch von dir? Ja, genau. Aha. Auch. Erzähl ein bisschen, das ist jetzt das ganz interessante Geschichte. Ich nehme an, das ist ja besonderes Holz bei so Gitarren, oder? Ja, Palisander und Zeder oder Fichte ist das. Ja, also das ist Fichte, das kann man nicht im Radio sehen, aber das ist Zeder und das ist Palisander. Aha. Ja. Und die könnte... Wie viele Gitarren hast du? Ich habe 7 Gitarren schon gebaut. Mhm. Im Laufe der nächsten der letzten 7 Jahre allerdings, ja. Also das ist eine Gitarre pro Jahr, weil es geht natürlich sehr, sehr, sehr langsam. Aber das beruhigt mich. Das ist eine beruhigende Tätigkeit, weil Gitarre spielen ist ein bisschen aufwühlend. Ja. Und das ist gut, ja. Das heißt, das sind dann Unikate praktisch? Unikate, ja genau. Und die könnte ja, wenn einer sagt, ich hätte gerne eine Gitarre vom Antonis, könnte man da eine bestellen auch direkt? Keine Chance. Keine Chance. Nein. Uwe Schreiber, du brauchst gar nicht Frauen, keine Chance. Nein, geht nicht. Das heißt, die baust du wirklich für dich und. Ich baue sie aus Interesse, weil mich auch das Design gefällt so gut. Ja? Mhm. So ein Musikinstrument zu erschaffen aus dem Nichts ist eine super Sache. Aber es irgendwie zu verkaufen und so, ich habe nie daran gedacht. Mhm. Ja, tolle Sache. Wieder was erfahren, was wahrscheinlich niemand von euch weiß, liebe Freunde. Nein. Wir wissen es. So, Kira, was machst du so noch nebenbei? Naja, also hauptsächlich eigentlich Sport. Also ist ja immer so Musik, Sport, Schlafen, Essen ist das Wichtigste für mich. Gut, Schlafen, Essen, da kann ich mithalten. Ja. Ja, und Sport ist für mich ein extrem guter Ausgleich zur Musik. Ich mache Leichtathletik 2-mal in der Woche und gehe so 1-mal in der Woche laufen. Und ich bin von Geburt an blind, das haben vielleicht noch nicht alle mitgekriegt. Und deshalb spiele ich auch Blindenfußball. Also nicht, weil ich blind bin, sondern halt, weil ich Blindenfußball spiele, nicht normales. Aber ja, so teilweise so alle 2-3 Wochen gehe ich da halt einmal ins Training. Da haben sie gerade in Österreich jetzt eine relativ coole Community aufgebaut und da schaue ich halt, dass ich so oft wie möglich dort bin und das unterstütze, weil mir das selber extrem Spaß macht. Und ja, im Winter gehe ich ein bisschen Skifahren. Also so grundsätzlich ist es eben der Sport und halt mit Freunden was unternehmen oder kochen oder so ist natürlich auch super. Aber einfach irgendwas, also Musik ist mein Leben, aber es ist immer gut, ein bisschen einen Ausgleich zu haben und immer auch gut mit Leuten zu haben, die halt gar nichts damit am Hut haben. Also mit denen man halt wirklich über komplett andere Sachen redet. Und das tut auch manchmal ganz gut, weil man halt wirklich davon mal wegkommt und sie, also ja, mal auf andere Gedanken kommen da eigentlich. Ja, auf jeden Fall gute Sache. Ja. Und wir haben da ein bisschen Probleme, wir müssen immer umbauen mit Mikrofon. Also ich muss sagen, wir müssen unser Studio auf alle Fälle noch vergrößern und noch mehr modernisieren. Wir brauchen noch ein paar so Schwenkarme mit mehreren Mikrofons. Also falls wer spenden will oder irgendwie uns da helfen will, unbedingt vorbeibringen. Weil wir bauen jetzt wieder um, weil jetzt gibt es wieder eine Live-Nummer. Was hören wir jetzt von euch? Das ist jetzt eine Barry White Nummer. Keine Angst, ich singe nicht in seiner. Ja, es ist ja so tief wie nicht runtergekommen. Can't Have Enough of Your Love, Baby heißt die Nummer und ja.
Ja, hören wir uns das einmal an. Hören wir es uns an, gell? Say that too much of anything is not good for you, but I don't know about that. There's many times we made love and we shed love. It doesn't seem to me like it's enough. There's just not enough. Ganz, ganz super und vor allem muss ich sagen, begeistert von dem Bass-Solo da mittendrin. Spitze. Ja, das ist schön, ja. Ja. Gratuliere. Warte, wir müssen wieder kurz umbauen. So, Dankeschön. Ja, wie gesagt, liebe Freunde, wir brauchen unbedingt noch mehr Equipment. Also, wenn wer was zum Herschenken hat, dann bitte her damit. Ja.
Gut, Bassolo wollte ich nochmal fragen. Also ich muss ansagen, wir haben vorher schon gesprochen mit diesen 6 Seiten, ich habe das nicht gekannt. Wir werden das in Benji schicken. Ja. Und was man ganz, ganz... Der fängt jetzt zum Üben an, genau, ich schwör's. Und was man ganz... Der kriegt jetzt die Panik. Schöne Grüße, Benji. Genau, und ganz wichtig wollte ich gerade sagen, wir werden so natürlich den Benji und die Chiara bekannt machen. Wir werden Chiara. Wahnsinn. Werden wir auf jeden Fall bekannt machen, vorstellen. Und liebe Doris, wenn du mal da aufgreifst und liegt so Zettel, nimm den Schweindel da oben, rechts weiter, rechts weiter. Nein, rechts weiter. Also ja, so, das gibst du mir dann. Ah, ja. Das war natürlich eine ganz eine gute Möglichkeit, ja, wo man im Benji, das heißt, wo ihr im Benji, Familie Mitteregger, und zwar ganz, ganz eine tolle Sache, Blues and Grass, 2 Super Session. Das Ganze ist am 22. April, liebe Freunde, um 20:30 Uhr ist Beginn im Reigen. Das ist in der Hardigasse 62 im 14. Bezirk. Dort haben wir die Möglichkeit, natürlich erstens einmal Familie Mitteregger zu begrüßen. Weiters wird dort dann sein der Herbie Dunkel, Sigi Fassl, Benji Hössl. Also dem müssen wir auf alle Fälle, wie gesagt, der Kira vorstellen und Familie Mitteregger. Ganz, ganz eine tolle Sache. Wir werden es noch öfters posten und wir haben 2 Wochen davor natürlich auch über diese Veranstaltung dann noch eine Sondersendung. Wie gesagt, Blue and Grass Super Session. So, ja, wir, jetzt um die Zeit ist immer gefährlich. Du hast meistens weniger reden, mehr Musik machen. Ja. Genau, das heißt, was hören wir? Wir werden jetzt nur eine Nummer hören, dann müssen wir uns ja schon langsam verabschieden und dann gibt es ja zum Abschluss noch was ganz, ganz Tolles. Genau, also ja, es darf natürlich von Dusty Springfield, Son of a Preacher Man nicht fehlen. Ich glaube einfach, das rundet jetzt dieses Programm ab, ja. Nachdem wir ja so viele musikalische Ausflüge gemacht haben, wir haben ja mit dem Soul angefangen und werden quasi mit dem Soul das Ganze jetzt ausleiten, beenden, ne? Ja, würde ich mal so sagen. Ne? Das ist gut, jetzt die vorletzte Nummer. Jawohl, dann hören wir mal eine und wie gesagt, dann große Verabschiedung. Ich muss auch sagen, ich bin halt schwer begeistert, also wirklich super Stimme, super Sängerin. Botzen-Gitarrist, wie man in Wien so sagt. Und eine ganz junge Bassistin, von der wir sicher noch sehr viel hören werden. Auf alle Fälle. Gut. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When he got around and started talking, that's the way when we were walking through the backyard. Thank you.
Ja, das war unser Spaßende. Sehr geil. Na, ich muss sagen, liebe Freunde, recht herzlichen Dank fürs Zuhören nochmal und euch vor allem recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. War wir für danken. Uns, nicht zu danken, sehr gerne, war für uns, für mich hochinteressant. Ich muss sagen, ich komme natürlich nicht so wirklich von dieser Musikrichtung und dieser Musikschiene, aber ich muss ansagen, ab jetzt bist du Fan davon. Das, ja. Darf ich noch kurz was sagen? Wir sind auch noch, sagen, wenn Sie wollt, am 14.04. im A1 Dance Club in der Millennium City. Also wenn Sie unser komplettes Programm hören wollt, von Anfang bis Ende. Voller Band. Mit voller Montur. Das heißt, liebe Doris, da gibt es ja sicher einen Flyer oder eine Veranstaltung. Ja, das wird im Facebook auch gepostet. Ja. Also schaut bitte auf unsere Seite, Facebook-Seite Six of Soul einfach vorbei. Und ganz wichtig, wenn du irgendeinen Termin hast, der dir besonders am Herzen liegt, wie jeder Termin natürlich, dann schickst du mir das entweder per Privatnachricht oder mir direkt auf meine Pinnwand. Absolut, wir haben danke. Natürlich Dankeschön. Einen Country-Kalender gibt es bei uns, wo wir fürs laufende Monat alle Veranstaltungen, alle Termine drinnen haben. Also demnächst wird es natürlich für April schon alle Termine geben. Einfach mir senden und die werden alle drinnen sein. Und außerdem haben wir einen großen Google-Kalender, wo es die Termine schon gibt, bis 2019. Wow. Und da kannst du natürlich auch die Termine schicken. Lieben und wir geben die dann sehr, sehr gerne hinein. Ich muss sagen, die 2 Stunden sind jetzt wieder irrsinnig rasch vergangen. Mich freut es, dass so viele Hörer heute wieder da waren. Es war halt für uns ein bisschen ungewohnt, weil wir heute nicht live waren, sondern mehr oder weniger schon voraufgezeichnet haben. Aber wie gesagt, war ganz eine tolle Erfahrung mit super Musik und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen und so wieder mit Wiener Lied. Ja, genau, mit Wiener Lied, mit Trompete. Ja, Mann, aber ich komme, ich sag's euch. Ich warne euch jetzt schon vor. Außerdem, wer die Doris Wiener näher kennenlernen will, vielleicht demnächst bei uns am Dienstag im Gasthof Lindenhof beim Leinwand. Ich hoffe, mir haut's nicht auf, aber ich komme ja. Und was wir noch nicht gesprochen haben, also alle unsere Musiker lade ich natürlich zu unserer Poolparty ein im Sommer. Mittlerweile sind wir 55, aber werden wir mal schauen. 66. Gut, liebe Freunde, die Zeit ist wieder schnell vergangen. Nur einmal recht herzlichen Dank und wie es bei uns so üblich ist, die letzten Worte des heutigen Abends und des Saisonkette dann dir und euch. Ich möchte mich bei euch nochmal bedanken und ich hoffe, wie gesagt, wir haben jetzt muss ich wieder aufpassen, jetzt würde ich sagen, nächste Woche live on stage, das war ja schon vor 2 Wochen. Ja. Also wer nächste Woche jetzt ist, weiß ich nicht, aber werden wir natürlich posten. Ich möchte mich bei euch nochmal recht, recht herzlich bedanken, war ganz, ganz eine tolle Sache. Danke auch wieder bei der Silvia, die heute weniger am PC herumgeschüttelt hat, als wie es Mischpult bedient hat, die Sendung geschnitten hat, die Sendung in diesem Ton und in diese Qualität gebracht hat, wie sie ihr sie jetzt gehört habt. Die Wiederholung dieser Sendung wie immer am kommenden Freitag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 17 bis 19 Uhr anschließend auf YouTube, wo ihr euch das dann jederzeit anhören könnt. Ja. Wir müssen jetzt was tun, weil wir haben noch Fotoshooting, wir müssen unsere Gitarre und unseren Truck schön mit einem Autogramm von euch und Foto müssen wir noch machen. Gerne. Ansonsten wünsche ich euch alle noch eine gute Nacht. Brav bleiben, nichts rauchen und morgen wieder bei mir. Buß alle und die letzten Worte und die Verabschiedung bitte von euch. Ja, also die ausklingenden Worte sozusagen. Ja, liebe Zuhörer, herzlichen Dank also fürs Zuhören, weil ohne euch könnten wir keine Musik machen und ich glaube, der letzte Song passt sehr gut dazu. If I Ain't Got You, also wenn wir euch nicht hätten, gell, könnten wir unsere Musik nicht machen. Danke nochmal an alle. Some people think
Ja, meine lieben Freunde, und ich bin jetzt noch live gekommen. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal recht herzlich bedanken bei Doris Riegler, die uns ja heute hier auch live zugehört hat und mit uns geschrieben hat. War eine super tolle Sendung, hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, Doris Riegler mit Six of Soul am kommenden Freitag beim VCWC, wo wir auch dabei sein werden. Also kommt's hin, hört euch das live an und erlebt Six of Soul mit Doris Riegler. Wir waren ein bisschen zu früh, um 3-4 Minuten haben wir uns mit der Zeit verschätzt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit und wenn wir immer überziehen, bleibe ich noch ein paar Minuten bei euch und wie gesagt, wünsche ich noch viel Spaß. Nochmal recht herzlichen Dank an alle, die uns heute zugehört haben und natürlich auch an Doris Riegler und Six of Soul. Is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget. Is it Friday yet? 8 o'clock on Monday morning, all I think about is when the day will end. Gotta make a living somehow, that's the way it is for me and all my friends. We watch the hours pass, every day I ask, is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget, is it Friday yet? That boss of mine, he drives me crazy. Maybe he's just thinking about the weekend too. He'd probably love to be invited, hang out with our rowdy crowd and act a fool. When we're off the clock, we'll pop a top. Is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget. Is it Friday yet? The days go slow, and I'd like to know, is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget. Is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget. Is it Friday yet? Been working so dang hard that I forget. Is it Friday?
Ja, und am 26. April haben wir noch mehr Sendung, die wir bereits vorab aufgezeichnet haben. Wir haben schon mal angekündigt, haben dann wieder verschieben müssen, weil wir keinen Livestream gehabt haben. Den haben wir jetzt da wieder. Und eine Sendung, die wir schon sehr lange aufgenommen haben, wo wir wieder 3 CDs rausspielen für euch, ist dann am Mittwoch, den 26. April. Und da freuen wir uns dann hier bei uns halb live, genauso wie heute mit der Doris Rieger. Und da freuen wir uns dann auf Ronnie Nash. Hey! His face in a frying pan, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothpick in his heel. Get out the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. Get out the way, old Dan Tucker, you're too late to get your supper. Ja, und im Herbst wird es wieder Wunschsendungen geben, eine nach der anderen, wenn wir viele haben. Wir haben auch wieder einige ganz, ganz interessante Gäste, mit denen wir schon jetzt gesprochen haben, die sicher dann im Herbst da sein werden. Und die nächsten Sendungen, die wir haben, sind alle schon online und gepostet. Und es sind auch lauter, lauter tolle, tolle Musiker, die wir hier live bei uns haben werden. Ich werde noch ein bisschen bei euch bleiben, so eine Viertelstunde, sage ich jetzt einmal. Und wie gesagt, wir werden schauen, dass wir jetzt alle Sendungen, die aufgezeichnet sind, nachholen. Und wie gesagt, die nächste ist dann mit Ronnie Nash am 26. Und Six of Soul, um nochmal zu erwähnen, könnt ihr live hören am kommenden Samstag beim Clublokal vom VCWC. Dirty car.
love to see your babies having on the dance. Love to see the hay grass hanging in the breeze. And I love burning up a tank of gasoline. Well, it smells so sweet. I'm headed out to nowhere like a bullet from a gun. Putting miles on me and the wheels I'm rolling on. Slide on the baby and I'll take it for a ride. I just like to drive. Ja, und heute in der Woche, liebe Freunde, gibt's nochmal Country and More. Und zwar Blues and Grass Session, Super Session 3. Und da wird eine geballte Ladung an super Musiker hier live bei uns zu Gast sein und auch live Musik für euch machen. Und zwar begrüßen wir heute in einer Woche Benji, Hösel, Herbie, Dunkel und Katharina und Helmut Mitteiker. Das wird sicher ganz, ganz eine tolle Sache. Blues and Grass Super Session 3. Wir werden darüber berichten und viel, viel super Live-Musik hören. Ain't a getting up early, ain't sitting outside. I've frozen my ass for the very last time. I'm setting my sights on a brand new kind of prey. No sticking up on them, ain't gotta be quiet. You don't need a gun and you don't need a knife. I got a good feeling we'll be bagging us a brunch today. Cause it's beer season in mining through the woods, and they go down easy and they sure taste good. Beer season, everybody's here. There ain't no limit and it's open all year. Well, I killed a big 40-ounce just the other day. He didn't even run, never tried to get away. I hung him on the wall for all my friends to see. Like shooting fish in a barrel, it just don't seem right. And it ain't against the law, you can kill him tonight. Just ask the game warden, he's sitting right next to me. Cause it's beer season in my neck of the woods. Yeah, they go down and the shore tastes good. Beer season, everybody's here. There ain't no limit and it's open all year. You can lose that camo and lay your rifles down. Belly up and let's pull the trigger on another round. Cause it's beer season in my neck of the woods, and they go down easy and they sure taste good. Beer season, everybody's here. There ain't no limit and it's open all year. Now you can go out in the woods alone, shiver shaking to the bone. Probably catch a death of cold, I'll be sitting right back here. There
ain't no limit and it's open all year. Ja, das ist klar, wenn wir aus irgendwelchen Gründen wieder einmal nicht live sein können, werden wir natürlich wieder aufzeichnen. Das heißt, jeden Mittwoch gibt es natürlich eine super Sendung mit super Studiogästen, die echt spitzen Live-Musik nur für euch machen. Ganz eine tolle Sache, wie gesagt, jeden Mittwoch Country Radio Revolution von 20 bis 22 Uhr. When it comes to love, you never can tell. It may be heaven, it may be hell. You're mighty lucky if it turns out well. When it comes to love, you never can tell. Everybody gonna fall in love at one time or another. What makes it happen, nobody can say. You think you're doing okay, and then one day you find yourself a lover. You hold on tight and change are coming your way. Love's hot and cold, it's up and down, it sure can run you ragged. Can't figure it out, never felt this way before. Sometimes it works, sometimes it don't, sometimes you pack your baggage. But when love's right, you couldn't ask for more. When it comes to love, you never can tell. It may be heaven, it may be hell. You're mighty lucky if it turns out well. When it comes to love, you never can tell. When it comes to love, you never can tell. It may be heaven, it may be hell. You're mighty lucky if it turns out well. When it comes to love, when it comes to love, when it comes to love, you never can tell. Ja, und heute in zwei Wochen haben wir auch super Musikerin da. Das heißt, die Damen sind sehr, derzeit sehr gut vertreten hier bei uns. Und zwar heute in zwei Wochen hier live bei uns im Studio. Karen McDown. Good time feeling. It's a Cajun hoedown. Saturday night is a big hoedown. The whole town meets up at someone's house to party with their friends. The kids and the old folks are all there. A real traditional family affair. You gotta be there or you'll be square. It's a Cajun hoedown. And we dance the whole night away to good Cajun sounds. The squeeze box and fiddle fill the air. And there's no place I'd rather be in my small hometown on Saturday night at a Cajun hoedown. Nothing is better than to be with friends. Next Saturday night we'll do it again. If you got time, just come on in. It's a Cajun hoedown. Mama brings gumbo and crawfish pie. Daddy's moonshine puts mud in your eye. The kids are excited about the old tie swing at the lake where they can swim. There's plenty of food like a big picnic. An acoustic band for dancing a bit. A big bonfire that my uncle lit. It's a Cajun hoedown. And we dance the whole night away to good Cajun sounds. The squeeze box and fiddle fill the air. And there's no place I'd rather be my small hometown on
Saturday night at a Cajun hold down. Nothing is better than to be with friends. Next Saturday night we'll do it again. If you got time, just come on in. It's a Cajun hold down. Got me reeling, good time feeling. It's a Cajun hold down. And we danced the whole night away to good Cajun sounds. The squeeze box and fiddle filled the air. And there's no place I'd rather be than my small hometown on Saturday night at a Cajun hold down. Nothing is better than to be with friends. Next Saturday night we'll do it again. If you got time, just come on in. It's a Cajun hold down. Got me reeling, good time feeling. It's a Cajun hold down. Ja, das war es, Karen McDown, wie gesagt, heute in 14 Tagen hier live bei uns und in 3 Wochen heute die Sendung mit Ronnie Nash. Da spielen wir dann wieder 3 CDs raus. Wir werden aber schon demnächst 3 CDs wieder ausspielen für euch. Wir werden das die Woche noch posten. Und zwar war ja am vergangenen Samstag die CD-Präsentation von Christoph Fatek. War ganz, ganz eine tolle Veranstaltung und wir haben 3 CDs von ihr bekommen, die wir dann live rausspielen werden. Wir werden dann wieder ein Kennwort rausschreiben und wenn ihr mitspielen wollt, bitte Kennwort per Privatnachricht an mich und ihr könnt eine von 3 tollen CDs gewinnen. So, ein bisschen machen wir noch, ein bisschen bleiben wir noch da und dann werden wir uns wieder verabschieden, weil morgen darf ich erst wieder aufstehen und ab in die Arbeit. Side to the land of the pines, thumbing my way into North Carolina, staring up the road, pray to God I see headlights. I made it down the coast for 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for rally so I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Time string band, my baby plays the guitar, I pick the banjo now. Oh, the North Country winters keep like getting me down. I lost my money playing poker, so I had to believe. But I ain't turning back to live that old life no more. Yeah. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, hey, yeah. Mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. A nice long tote, but he's a heading west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta get a move on before the sun. I hear my baby come.
least I will be free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Yeah, 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 mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Me, mama, like a southbound train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Ja, und die Silvia und ich, wir werden auch schon am kommenden Freitag unterwegs sein. Und zwar 25 Jahre Jubiläum der Legendary Daltons und Gastband wird auch dort sein, The Jets. Das Ganze, wie gesagt, ist in der SimCity, Simmeringer Hauptstraße 96A. Das heißt, es wird wieder viele, viele Fotos am Wochenende geben von den beiden Veranstaltungen, wo wir sein werden. Und auf die freuen wir uns natürlich schon sehr. If I die today, who'd turn off my coffee pot? Would there be a street parade? Would I just be an afterthought? If I die today, would I still be a waiter? Could I fly around like Superman? Would I make the Sunday paper? I wonder who I'd see crying, standing over me. Would just send their regards. Would anybody say at least he's in a better place? And who would get this old guitar? If I die today, would my mama keep on praying? Would my buddies go out drinking? Would my alarm clock keep on blinking? If I died today, would I need to be ashamed? Would I be easy to forget? Could I live with my regrets? I wonder who I'd see crying, standing over me. And who would just send their regards? Would anybody say the world would never be the same? Get this old guitar. If I die today, could I see my room from heaven? Would my family talk about me every Christmas and Thanksgiving? I wonder who I'd see crying, standing over me. Who would just send their regards? Would anybody say, what a good guy, what a shame? Would get this old guitar. If I die today, who'd turn off my coffee pot? Ja, und was mich sehr gefreut, wir haben noch Hörer da. Das heißt, es sind noch einige Hörer hier geblieben bei uns, oder bei mir besser gesagt. Und ich muss jetzt sagen, ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Eine unserer Stammhörerinnen, die wir auch schon persönlich gekannt haben. Kennengelernt haben wir es beim Coachi, beim Auftritt von Elke Brooks.
Und sie war mit, sie ist, glaube ich, ein Fan, aber ein hundertprozentiger Fan von der Elke. Macht viele, viele super tolle Fotos, eine Konkurrenz zu mir. Und wie gefreut, dass du noch da bist, liebe Vanessa. Du bist ja eine unserer Stammhörerinnen. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass wir um 22.25 Uhr einen Musikwunsch reinkriegen, aber den spiele ich für dich natürlich ganz besonders gerne. Liebe Vanessa, für dich und alle Freunde, die vielleicht noch da sind und uns zuhören, ein paar Minuten da wir ja noch, spiele ich das sehr gern vor. Auch ein Lieblingslied natürlich von mir und dem Paradise of Horses Line Dancern Tom Contour mit Rocking Chair von Susan Plain. Monday morning's breaking now, streets are full of noise. People doing all their best, chasing daily goals. Well, I know this running around will bring you down. So I'm sitting in my rocking chair, watching as the day is passing by. So hard, but nothing left, and all my friends are gone. Left me on this running track, but now I'm gonna win them back. Cause I know, no, the love I need I cannot buy. No. So I'm sitting in my rocking chair, watching as the day is passing by. Yeah. Where are you at? Where all those false people go? For what you running? For what you running? At the end we'll all turn up the toes. So I hit my boots upon a nail, they're shining in the sun. Lay your bag and drink beer, come on and take part in my fun. I know, I don't live, I like to die. So I'm sitting in my rocking chair and watching as the days pass and by. Dance. Yeah. Flow my tears, it's up to me. Well, it's alright, I know. There's enough cowgirls in the crowd. Yeah. So I'm sitting in my rocking chair and watching as the day is passing by. Yeah. Boxing's laying on the floor as Frankie sings in the radio. Kurt's finger grills the beat. The way I wanna live, so I hit my boots upon a nail, they're shining in the sun. Lay me back and drink my beer, come on and take a part of my fun. I know, this life is worth living it right. Yeah. So I'm sitting in my rocking chair, I'm watching as the day is passing by. In my rocking chair, I'm watching as the day is passing by. Yes, I'm sitting in my rocking chair, and I'm watching as the day is passing by. Ja, ganz speziell für die Vanessa. Tom Contour mit Rocking Chair und die, die es vielleicht noch nicht wissen, wir machen ja einmal im Monat beim Friedels Bierhaus, also am Lindenhof, machen wir ja Live-Musik und im Juni live on stage bei uns einen ganzen Abend.
Tom Kontor, auf das freuen wir uns schon ganz besonders. Und jetzt, wie gesagt, am 7. April war es live bei uns, und zwar wird da bei uns spielen die Arizona Eagles. Ein paar Karten gibt's noch, ein paar Plätze haben wir noch frei, also wenn ihr noch was wollt, dann bitte schreibt es mir Privatnachricht, ihr könnt dann auch gerne bei mir Plätze reservieren. Wie gesagt, Arizona Eagles am 7. April live bei uns. Jim and Pat were out droving cattle, got a little peckish up in the saddle. Jim saw a lizard and he hatched a plan, catch him and cook him in his frying pan. Now Pat protested and he said, "Vago, leave him be and just let him grow." Jim saw smoke, oh, he's been back, but when a shot off across the flat. Go, go, Anna, go. Go, go, Anna, go. I've got a ringside seat to a real Bush Tucker show. Go, Anna, go. Chased him down to the riverbed, grabbed his tail and he tied his legs, strapped to the saddle, firm and tight, Goanna steak on the plate tonight. Bragging to Pat about his delicacy, the lizard began to work himself free. Doggy's nails in the horse's rump, that poor old horse, he began to jump. Climbed up the back of his shirt, claws dug in, Jim went berserk. They bucked and dived all over the place, the lizard now hanging off poor Jim's face. Go, go, Anna, go. Go, go, Anna, go. I've got a ringside seat to a real Bush Tucker show. Go, Anna, go. Then he flailed around, the horse took off as they hit the ground. Rolling in pain, his arms all barked, his hair torn out, a huge ear mark. Well, Pat gave him hell for the rest of the day, the rest of his life he'll have to pay. Goanna escaped, and to make it clear, he's dining out on a chunk of Jim's ear. Go, Anna, go. I've got a ringside seat to a real Bush Tucker show. Go, Anna, go, go, Anna, go. Go, go, Anna, go. I've got a ringside seat to a real Bush Tucker show. Go, Anna, go. Ja, und heute haben wir ja ganz schön überzogen. Es ist bereits 22.33 Uhr. Wie gesagt, heute in einer Woche wieder total live für euch da. Und wir werden wieder viel Live-Musik hören. Möchte mich auch nochmal bei der Silvia recht herzlich bedanken, die die Sendung, was wir gerade vorhin gehört haben, die zwei Stunden mit der Doris Riegler aufbereitet hat, geschnitten hat und in Ton hergerichtet hat. Es war ganz, ganz eine super Sendung mit viel toller Musik. Mittlerweile sind auch die Videos, die wir gemacht haben, während der Sendung online. Und jetzt muss ich dann schon langsam Schluss machen, weil jetzt kommen natürlich noch die Fotos mit unserer Gitarre und mit unserem Truck. Die möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Mir hat gefreut, dass ihr wieder alle da wart. Wir hoffen, dass das nicht zu verwirrend ist mit diesen vier neuen Links. Die Wiederholung der Sendung von Doris Rieger und Six of Soul, die könnt ihr wieder hören am kommenden Freitag von 10 bis 12 Uhr und am kommenden Sonntag von 17, 19 Uhr. Und ich glaube, ich habe es vor einer halben Stunde eh schon gesagt, aber das gehört einfach zum Schluss bei Country Radio Revolution dazu. Die, die gesund sind, auf gar keinen Fall krank werden. Und die, die krank sind, so schnell als möglich wieder gesund werden. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt schon ein schönes, sonniges Wochenende und ich freue mich auf nächsten Mittwoch, was wieder heißt, live bei Country Radio Revolution. Pfiat euch, Babaji, danke, gute Nacht, schlaft's gut und bye bye.
had lips like candy, hair floated like water, skin like velvet made the whole damn world slow down. She was a preacher's daughter, never did what daddy taught her, and a rebel in a soul brought her to me. Cold and the river was wide. She flowed from the mountain straight across the great divide. And her heart ran cold, but her love runs deep. She's fire on the mountain, wrecking everyone she meets. She's like rain she rolls in, but that sunshine and the thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be still clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. It's not time for me to go. River has my heart, she's a keeper of my soul. On one side of the water, sweet everlasting grace. The other side could end your life and steal your breath away. She's like rain, she rolls in, but the sunshine and her thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be storm clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. That's all she knows to do. She's tumbleweed a rollin', river running wild, hurricane a blowin'. She's calm after the storm under an Appalachian sunset sky. She's like rain, she rolls in, but the sunshine and her thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be storm clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. She's like rain, she rolls in, but the sunshine and the thunder